Herzlich willkommen, nicht dick und doof. Kurz Luca und Sandra nachgemacht. Ich muss ein bisschen weiter weg, sonst übersteuert mein Mikro leicht, aber nur ganz leicht. Ich habe Spangen bekommen. Und der Pfefferbeißer hat zwei neue Videos draußen. Einmal ehrenhaft Schulsanitäter, habe ich noch nicht drauf reagiert. Und einmal ehrenhaft Streitschlichter. Also die zwei. Habe ich beide noch nicht drauf reagiert. Auf beide noch nicht. Bin ich sehr traurig drüber. Wir können mal kurz einen kleinen Einblick bekommen. Ja, da redet halt jemand. Und hier. Das Intro, perfekt. Ich würde erst sagen, weil das vor 9 Tagen, das vor 2 Tagen ist, schauen wir erstmal das hier an. Mit 61 Aufrufe. Und das andere noch keine. So. Vollbild. Rein snacken. Sie leisten der Schule erste Hilfe und können unter Umständen Leben retten. Ach so, das habe ich gar nicht gesagt. Ah, falsch. In dem Video bin ja ich mit drin. Habe ich noch gar nicht gesagt. Warum ist die Cam? Kann ich das nicht? Nein, da hört die Cam auf. Mein Dauerwerbesendungsschild kommt ins Blickfeld. Ja, ich muss die Cam so lassen. Einfach so lassen, Digga. Ah, nee, jetzt habe ich hier so einen schwarzen Strich. So, jetzt. Jetzt habe ich hier den schwarzen Strich. Die Kamera ist so klein. So, machen wir so. So. Jetzt habe ich nirgendwo mehr einen schwarzen Strich hier auf meinem OBS hier. Also, so geht's nicht. Da bin ich ja mit drin. Stimmt. Habe ich gar nicht gesagt. Schulsanitäter. Hier bei Ehrenhaft. Das jugendliche Engagement der Schule Schrotzberg. Hallo, ich bin Shelly und ich bin Sanitäterin. Oh, das ist leicht leise. Hallo, ich bin Victoria aus der 8RB und ich bin auch Schulsanitäterin. Warum ist es bei mir so leise? Ist es bei euch auch so leise? Mache ich mich ein bisschen leiser? So, minus 10 Dezibel. Was sind die Aufgaben in deinem Job als Schulsanitäterin? Ich muss die Kinder versorgen, die sich verletzt haben. Okay, und wie bekommst du es mit, wenn jemand verletzt ist? Also wir sitzen in der großen Pause bei der Mensa und wenn jemand was hat, dann kommen sie zu uns. Okay. Kleiner Funfact am Rande, der hat es gedreht, während wir in diesem Käfig, da ist ja ein Käfig am Basketballplatz, wo der das gedreht hat. Und nebendran saßen so ein paar Schüler und hinter ihm ist der Käfig. Und da haben wir Fußball drin gespielt gerade, wo er das gedreht hat. Also drum hört man uns im Hintergrund. Es ist ziemlich leise, muss ich sagen. Also wirklich. Lavaliermikrofone müssen mal an den Start. Das ist der Sanitätsraum, was ihr da seht. Das hier ist das Schild. Da geht es zum Sanitätsraum. Und rechts neben dran, das seht ihr gerade nicht wegen meiner Cam. Hier geht's rein zum Sekretariat. Hier geht's rein zum Sekretariat. So. Das wisst ihr nicht, aber meine Cam ist normalerweise so. Und ich schneide sie aber bis hierhin ab, dass es so ein bisschen cool aussieht. Weiter geht's. Diese Patienten werden dann immer durch 1 bis 2 Sanitäter in den Sanitätsraum eingeliefert. Disclaimer: Die folgenden Szenen sind nachgestellt, steht hier. Weil ich war natürlich nicht wirklich verletzt. Mir tut der Arm aber immer noch weh, das habe ich auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe das Video schon mal kurz reingelinst, habt ihr ja gerade gesehen. Mir tut der Arm immer noch weh, habe ich reingeschrieben, diesen traurigen Emoji. Auch mit diesem Account hier, mit meinem Der Profi-Account, also. Das war voll traurig, der hat einfach nicht an mich Dankeschön gesagt. Naja, ich war ja verletzt, also es war ja Zufall, dass ich das war. Zufall. Wir stellen so eine Situation mit unserem Reporter Lukas Müller einmal nach. Was wäre, wenn ich verletzt wäre? In unserem Fall ist Lukas selbst... Digga, ich weiß nicht warum. Aber ich schwör's euch, Victoria, das ist die hier. Die lächelt jedes Mal so. Die Grafik
480p ist die gleiche wie meine Webcam, nur so. Meine Webcam hat das gleiche wie dieses iPhone. Und warum? Weil YouTube nicht will, dass unser YouTube-Kanal jetzt schon auf 1080p ist. Und meiner schafft es, auf 1080p zu sein. Was keiner versteht. Ich muss kurz mein Fenster zumachen. Sorry, ich tue das Video nicht schneiden, nur so. Also ich schaue jetzt zwei Pfefferwasser hintereinander. Ich glaube, ich schneide doch was raus. Was ist? Perfekt, Digga. So, kurzer Schnitt, also es war gerade sehr abrupt. Ich wollte eigentlich nur das Fenster zumachen, aber mein Bruder ist reingekommen, perfekt. Ja, wir schauen weiter. Denn sie tut auf jeden Fall immer lächeln. Gegangen und klagt über Schmerzen im Oberarm. Im Oberarm, ist richtig auf Professor angelehnt. Im Sanitätsraum werden die Patienten erstmal über das Geschehene befragt. Oh, Digga, ich habe mich da so richtig draufgeschmissen hier, Alter. Das war schon dumm, ne, dass ich mich so draufgeschmissen habe. Die Cam ist leicht weit unten. So. Es war schon dumm. Eigentlich kann ich die Cam ja auch hier oben ein bisschen weiter runter drehen. Ja. Warum mache ich das nicht einfach so? So. Es war schon leicht dumm. Also, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Gar nichts. Gar nichts habe ich mir dabei gedacht. Gar nichts. Gar nichts. Was hast du? Mir tut der Arm sehr weh. Was mir tut der gemacht? Arm sehr weh. Ich muss es nachvertonen. Das ist zu leise, Alter. An der Tür draußen, Richtung Pausenhof. Sieht man was? Ja, ist halt ein bisschen rot. Ist halt ein bisschen rot. Kannst du den Arm so bewegen? Ja, also Victoria holt jetzt einen Kühlerkuh und sie holt Tücher für den Kühlerkuh. Ja, kann ich machen. Ja, fühlst du dich jetzt so sicher unter den Sanitätern? Ja, also ich finde... Nein. Mich schon sicher, wenn die Sanitäter schon da sind. Also, ich habe mich nicht so krass sicher gefühlt, wenn hier ja, ich bin in der Klasse 8er B, jetzt in Sommerferien, jetzt kann ich richtig cool produzieren. Jetzt komme ich in die 9. Verletzt ist halt schon besser, wenn jemand da ist. Boah, meine Haare sehen immer schlechter aus hier. Also in unseren Sand. Gönnt euch. Also ich weiß ja nicht. Vergleicht den Lukas mit den Lukas. Vergleicht es mal. Also ich kann es euch mal kurz vor Augen führen. Vergleicht diesen Lukas mal mit diesem Lukas. Dann wisst ihr, wie ich aussehe. Ist halt schon besser, wenn jemand da ist, der einen verarztet. Schon. Ja, es ist also wirklich besser, wenn jemand da ist, der einfach Zeit. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich einfach Kopfhörer, Digga. Ich habe Kopfhörer in meiner Hosentasche und weiß es nicht und merke es nicht. Und jetzt höre ich fast nichts, weil es einfach zu leise ist. Dann den Unfall hergegangen, also wie es passiert ist. Und dann die Art der Verletzung. Da steht Umfang der Verletzung, nicht Art der Verletzung. Mensch, Shirley, ein bisschen ablesen kann man auch. Nein, kein Held gegen Shirley oder so. Es ist, man ist aufgeregt, wenn da so ein Typ mit iPhone vor dir steht und filmt. Ich glaube, man wäre mehr aufgeregt, wenn ein Typ mit sowas vor dir stehen würde. Wartet kurz. Damit filme ich meine Videos. Damit. Wenn jemand mit sowas vor dir stehen würde, wärst du, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufgeregt. Weil damit filme ich meine Videos. Die steht hinter dem Display. Und dann tue ich meine Lampe immer anmachen. Aber jetzt ist gerade das Fenster offen, drum brauche ich die Lampe nicht. Drum seht ihr mich auch so gut. So, weiter geht's. An deinem Job. Ich mag es, Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen.
Oh, das finde ich nett, dass du das machst. Okay, noch irgendwas, oder? Nee, mich hat es immer interessiert, zu erfahren, wie man Leuten hilft, wenn die irgendwas haben. Ich erzähle euch jetzt, was in unserer Sanitasche drin ist. Wir machen das ja erstmal auf. Ich muss ein bisschen nachsynchronisieren. Das ist ziemlich leise wir jetzt in meinem Video. Wir haben hier unseren Westen. Die brauchen wir. Dann haben wir Pflaster und Schere. Sind keine Pflaster. Noch Verbände. Das sind Ersthilfeverbände. Oder? Pflaster ist doch eigentlich was anderes. Ja, genau, Yaster. Da. Wundverbandpflaster. Da, Hansaplast-Pflaster. Das sind Fixierpflaster. Ein Pflaster ist zum Fixieren da. Zum Glück ist mein PC so langsam. Dann hat er den Verlauf nicht angezeigt, meinen Suchverlauf beim Reindrücken. Hoffe ich. Ich hoffe, man hat nichts gesehen. Kompressen haben wir auch noch ein paar drin. Und was ist da oben drin? Da kommen wir jetzt hin. Mhm. Hattest du vor, da reinzuschauen? Tücher. Haben wir einmal Tücher drin, falls jemand blutet. Maske zum Atmen. Dann haben wir noch mehr. Kannst du mal aufhören, ich nehme ein Video auf. Ja gut, wenn du im Video drin sein willst, dann mach das. Mein Bruder ist gerade reingekommen, hat sehr laute Musik an. Gönnt euch den Schmaus. Ich werde so gestrikt wegen der Musik, Alter. Mach die Tür wieder zu. Nicht wegen der. Oh doch. Die ist, glaube ich, nicht GEMA-frei, also. Hör auf! Es reicht langsam, Markus. Dankeschön. Nein! Ich will ganz in Ruhe ein Video aufnehmen. Alter, das Video ist schon wieder so chaotisch, Alter. Alter, das Video ist schon wieder so chaotisch. Es wäre doch schön, wenn er die Musik wenigstens leise machen könnte oder Kopfhörer, aber nein, da muss es auf voll laut sein. Egal! Haben wir zum kleinen Erika-Unterton jetzt die Musik an. Ja, das war's. Dann höre ich halt noch weniger. Ich glaube, ich mache wirklich gleich Kopfhörer an. Die Sanitasche ist allerdings nur für Notfälle gedacht, wenn man zum Beispiel mit dem Patienten nicht in den Saniraum kann. Ansonsten muss das Material verwendet werden, das im Schrank des Saniraums zur Verfügung steht. Und was hat's mit dem hier auf sich? Das ist unser Teddy, falls kleine Kinder ein bisschen weinen, können wir den geben zum Beruhigen. Und wie ist das jetzt? Ihr werdet ja wohl nicht alles so richtig versorgen dürfen, was auch Extremfälle betrifft, oder? Also wir versorgen eigentlich nur kleine Wunden oder Prellungen. Also wir dürfen auch keine Medikamente geben oder Desinfektionsmittel. Eigentlich machen wir nur Pflaster drauf und wenn was Größeres passiert, rufen wir den Rettungsdienst. Und warum dürft ihr keine Medikamente geben? Weil wir wissen ja nicht, ob die Leute darauf allergisch sind. Gibt's da irgendwas, was dich an deinem Job nervt so oder stört? Eigentlich nicht. Ich mag alles. Und genau deshalb machen Shirley und Victoria diesen Job. Es ist die Leidenschaft und die Alarmbereitschaft, die vorantreibt. Sie gehören nun mal auch zu den Ehrenmännern und Ehrenfrauen, die mit ihren Taten die Gemeinschaft ein Stückchen besser machen. Das Video schauen wir jetzt. Aber vorerst muss ich noch kurz was klären. Dazu mache ich einfach jetzt irgendein lizenzfreies Bild rein. Lizenzfreies
Lizenzfreie Bilder? Ich kann nicht schreiben. Stockadobe.com. Meine Lieblingssache für so. Schaut euch dieses wunderbare, wunderschöne Bild an. Ich mache jetzt mein Mikro kurz auf Mute und dann gönnt euch. Ich glaube, ich muss mal so ein Be-Right-Back-Bild einführen. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Ja, ich habe noch Französisch hier im Hintergrund. So. Gehen wir wieder hier drauf. Pfefferbeißer Schule. Und dann gucken wir noch die hier an. Ehrenhaft Streitschlichter mit dem lieben Lefin. Das ist Lefin. Der ist Levin, aber ich nenne ihn Lefin. Weil der ziemlich nett ist. Dann schauen wir das noch gleich im Anschluss an und diesmal hoffentlich ohne Störungen. Sie schlichten Streitfälle oder lösen Konflikte. Die Schülermediatoren. Hier bei Ehrenhaft. Streitschlechter. Das jugendliche Engagement der Schule Schrotzberg. Hallo, wir sind Sarah und Maren und wir sind die Schülermediatoren. Sarah! Was sind Mediatoren? Mediatoren sind eigentlich Streitschlichter. Also, was sind die Aufgaben in eurem Job? Also, unsere Aufgabe ist es, ich finde geil, dass die hier so zu zweit dort sitzen und Levin sitzt so mit so... Auf der Kamera sind so viel Platz, aber er sitzt... So viel... Aber er sitzt da so... Platz? Haben alleine dort. Ich glaube, ich hätte mit ihm das nehmen müssen. Oh my, Levin. Du bist immer so alleine. Warum? Warum tust du dir das an? Was machst du dir in den Kopf? Das Mikro. So. Das Coole an diesem Mikro ist, ich kann es abstecken, wieder anstecken und es dauert kurz, bis der Ton da ist, aber das ist halt cool, weil es läuft nicht über Klinkenstecker oder sonst was, sondern über USB-C. Ich finde einfach nur traurig, wie er da so alleine da sitzt und einfach nur in die Kamera schaut oder auf Nico schaut, ich weiß nicht genau. Ja, er schaut nicht direkt in die Kamera, sie schaut in die Kamera. Also man hat da nur Vorteile, weil es ist alles vertraulich und wir sind keine Richter, das heißt, wir vergeben auch keine Strafen. Wo muss man hinkommen, wenn man Streit hat? Ihr findet uns in der Kurspause vor dem Raum 10, also bei Mario. Also wir wissen den Streit von Schülern von der 3. bis zur 6. Klasse. Was gefällt euch an eurem Job und warum habt ihr ihn gewählt? Also ich habe ihn genommen, weil ich halt einfach cool finde, wenn es
ich Leuten dabei helfen kann, ihren Streit zu lösen. Ja, ist bei mir das Gleiche. Ja, bei mir ist es das Gleiche, wenn man von jemand anderem in dem Streit lösen kann und so. Was gefällt euch nicht so an eurem Job? Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Streit nicht aufgelöst. Ihr seht den Namen! Levin! Oder auch, wie ich ihn nenne? Löwen. Wie läuft so ein Schlichtungsgespräch ab? Also wir haben da 5 Phasen und in der ersten Phase ermutigen wir und begrüßen wir die Streitenden. Dann erläutern wir die Regeln und Mustafa. Zustimmung. Die Regeln sind zum Beispiel, es spricht immer nur einer, dann verletzt keiner den anderen. Unser Gespräch ist vertraulich, heißt, es bleibt in dem Raum, in dem wir sind, also es geht nichts nach außen. Und wir sind keine Richter, also vergeben wir keine Strafen. Also man hört am Anfang erstmal... Eine Sache muss ich einwenden. Sie hat gerade friggin' 3-mal gesagt, dass sie keine Strafen vergehen. Oder vergeben. Bruder. Ist es nicht ein bisschen traurig, 3-mal das gleiche in einem Video zu sagen? Dieser Mikrofon-Wabbelarm ist so witzig, weil der so wabbelt. Das hier. Das kann ich halt auch wegboxen, wenn ich mal wieder aggressiv bin. Aber macht's nichts, es tut dem Mikro nicht gut. Alles an, was die sagen und so, und dann spiegelt man den Inhalt und dann stellt man Orientierungsfragen und dann am Ende wird halt so ein bisschen noch zusammengefasst. Also in Phase 3 haben wir die Streitenden mit ihren Gefühlen und 10:30 versuchen das dann dem jeweiligen anderen zu erklären oder so weiterzugeben. Normalerweise schlafe ich bis 11 gefühlt. Also die Phase 4 ist von der Vergangenheit zur Zukunft. Man dreht quasi die Zeit zurück und fragt die Streitenden, was sie früher gemacht hätten, beziehungsweise verändert hätten. Bei Phase 5 macht man eine gemeinsame Lösung. Leben! Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind, Digga. Nur weil er ein guter Freund von mir im Video ist. Und der ist einfach jetzt berühmt, weil... Wir haben einfach schon 19 Abonnenten. 22 Aufrufe, gerade vorhin hat es gar keine Aufrufe. Das ist ein Kommentar. Eine Antwort. Ich will wissen, wer das ist. Ich glaube, das ist Sarah. Breath of the Wild. Beauty Wee. Ja, okay, Digga. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Würde ich jetzt sagen. Ja, das sind halt alles einzelne Dinger. Mies traurig hier. Hier ungefähr waren wir. Zur Zukunft, man dreht quasi die Zeit zurück und fragt die Streitenden, was sie früher gemacht hätten, beziehungsweise sie verändert hätten. Bei Phase 5 macht man eine gemeinsame Lösung und man kann eine Schlussvereinbarung führen und einen Nachtermin und am Ende kommt auch ein freundlicher Abschied. Und was passiert denn bei dem Nachtermin? Bei dem Nachtermin gucken wir halt einfach nochmal, wie es den Streitenden jetzt so geht. Der ist zum Beispiel in einer Woche ungefähr und dann gucken wir halt, haben die sich nochmal gestritten oder ist zwischen denen wieder alles gut oder so. Dadurch, dass die Schlichtungsgespräche meist außerhalb der gewöhnlichen Unterrichtszeiten stattfinden, müssen die Streitschlichter meist länger in der Schule bleiben als nötig. Trotzdem machen sie diesen Job gern. Sie gehören nun mal auch zu den Ehrenmännern und Ehrenfrauen, die mit ihren Taten die Gemeinschaft ein Stückchen besser machen. Haben ja Schülerlose schon reagiert, dann können wir das auch noch machen. Abbrechen!
So, abbrechen. Haben wir noch irgendein Video vom Pfefferbeißer, wo wir noch nicht drauf reagiert haben, außer auf Frankreich 23, weil da kann ich nicht drauf reagieren, weil sonst kommen wieder so ein paar Leute um die Ecke, weil wir haben da bei der Datenschutzgrundverordnung, die, wo wir geschrieben haben, reingeschrieben, dass sie nur auf dem Pfefferbeißer-Kanal. Eigentlich habe ich ja das Recht drauf zu reagieren, aber ich lasse es lieber mal, bevor ich noch Anzeigen kassiere. Haben wir bei... Das ist mit meinem Handy gefilmt außerdem. Mit meinem alten noch. Ja, enthält wieder bezahlte Werbung. Die gehen immer so 5 Minuten. Dann tun wir doch mal, damit ich ein bisschen Zeit reinkrieg, weil das Video geht jetzt schon 25 Minuten, friggin' Digga. Aufs erste reagieren. Und die anderen verpacke ich dann in einem... Oder? Ich mache einfach mal so ein 30-Minuten-Video und lade es einfach mal ungeschnitten hoch. Komm. Ist witzig. Aufs erste. Nicht wundern, das Intro hat keinen Ton. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Folge 1 von Pfefferbeißer Short News. Alles Gute zum Geburtstag. Schulsozialarbeiterin Doro Hachtel und Hausmeister Andreas Köhnlein wurden beide 60 Jahre alt. Herr Dörflinger ist neuer Konrektor der Schule Schrotzberg. Hierzu schalten wir zu unserem Reporter Luca Wittmann. Bekannt ist er ja schon, der Herr Dörflinger, nur jetzt neu im Rektorat. Luca, erzähl uns doch mal, was hast du alles so erfahren? Herr Dörflinger organisiert sehr viel an dieser Schule. Ja, das da muss ich ihm recht geben. Herr Dörflinger organisiert echt wirklich viel. Also davon mal ein Like und ein Lob an ihn. Und natürlich, ich habe es bei den anderen Videos jetzt vergessen, muss es aber noch nachholen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Es hat nur 2 Likes. Das ist traurig. Und Kommentare, gar keine. Er hat nicht mal einen eigenen Kommentar geschrieben. Oha. Tuludus für euch. Abonnieren, Like-Button, strapazieren, Glocke aktivieren, kommentieren, teilen und markieren. Ja, Mann. Also, er macht die Schülerpläne und die Lehrerpläne und überlegt sich Lösungen, um die Vorlagen von Ministerium und von der Stadt durchzusetzen. Des Weiteren überlegt er sich, wie man die Schule weiterentwickeln kann. Herr Stöpfinger stresst es sehr, wenn er eigentlich unterrichten muss, aber noch so viele Sachen klären muss und einfach stressen. Er macht schon seit Jahren... Zu dem Thema, da kommt er auch oftmals zu spät, so 5 Minuten, manchmal auch vielleicht 20 Minuten. Spaß. Arbeiten eines Konrektors, und da er jetzt auch viel Zeit hat und es ihm Spaß macht, freut er sich jetzt darauf. Also im Allgemeinen, er findet es sehr gut, dass er in der Schule etwas beitragen kann. Aufgrund von vermehrten Problemfällen wurden neue Regelungen für Smartphones beschlossen. Dies wurde allen Schülerinnen und Schülern über eine Durchsage mitgeteilt. Wir stellen euch diese Regelungen zum Gebrauch von Handys in der Schule Schrotzberg nochmal vor. Das Handy in einer Hosen- oder Jackentasche zu verstauen, das ist verboten. Ich habe was einzuwenden. Es ist nach mehreren Beschwerden wegen keiner Diebstahlsicherung, wenn man es im Schulranzen lässt, weil manche Lehrer das Klassenzimmer offen lassen, neu beschlossen worden, dass das Handy in der Hosentasche sein darf. Wir gucken weiter, da ist noch ein zweiter Punkt dabei. Stattdessen soll es in der Schultasche verwahrt werden. Außerdem darf das Handy nicht mehr im Sperrzustand sein, sondern muss komplett ausgeschalten sein. Zudem, es muss komplett ausgeschalten in der Hosentasche sein. Wenn es in der Hosentasche ist. Wenn man es angeschalten in der Hosentasche hat, kriegt man eine Strafe. Sobald es aus ist, nicht. Und generell die Nutzung auf dem gesamten Schulgelände ist auch verboten. Übrigens,
Wenn ihr noch mehr über das Thema Handys in der Schule erfahren wollt, hört euch den 4. Podcast von uns an. Da war ja ich. Oberndörfer ist tot. Die Mitarbeiterin in Mensa und Frühbetreuung verstarb am 24. März im Alter von 62 Jahren. Nach langer Corona-Pause fand im März diesen Jahres endlich wieder der Frankreich-Austausch statt. Passend dazu wurde die Serie Frankreich 23 gedreht, die die Woche in Charleville dokumentierte und ab dem 5. April ausgestrahlt wurde. Ausgesetzt im Nordosten Frankreichs. Da weiß ich halt jetzt nicht, ob ich drauf reagieren darf oder ob ich spulen darf. Ich tue jetzt mal im Rahmen der Pfefferbeißer Short News drauf reagieren, aber im Rahmen des Frankreich-Austausches nicht, bevor jetzt wieder irgendeine Mutter rummault. Ich sag keine Namen. Beziehungsweise auf einer Raststätte kämpfen diese Deutschen mit teilweise geisteskranken Franzosen. Naja, eigentlich kämpfen sie nicht. Aber sie erleben eine ganze Woche miteinander, ohne sie vorher zu kennen. Sie stellen sich schlechten Witzen. Der anderen eine Grube gräbt und darin eine Bratwurst dreht. Immer mit dem Risiko, aus Frankreich abgeholt zu werden. Sind gerade ein paar ausgestiegen? Jawohl. Okay, wir fahren weiter. Probleme werden auf unsere Art gelöst. Hey, du bist doch ein wunderbares französisches Mädchen. Oha, da habe ich, glaube ich, eine Anmachung gemacht. Also an Justin. Auch wenn man sich wortwörtlich mal in der Klemme befindet. Ja, da hatte Enzo den größten Vorteil. Apropos Enzo, die kommen ja zu uns und da habe ich vor, mit Enzo ein Reaction-Video aufzunehmen auf dem Pfefferbeißer. Aber dann auf ein neues Video. Ich hoffe, die werden während dem Frankreich-Austausch aufgenommen, hochgeladen. Wenn nicht, tue ich auf ein Behind-the-Scenes vom alten Hochladen reagieren, weil dann soll mir Nico ein paar Grundaufnahmen schicken. Da muss ich es halt ein bisschen zusammenschneiden, aber ist mir egal. Es war aufwendig, aber für was gibt's Leon und Mike? Meine Cutter. Aber nicht für den Reactions, sondern für die Hauptvideos. Und Management. Danke an euch zwei. Auf wir zwei. Ja, Enzo kann einfach dort ganz gut durchlaufen. Ja, der kann voll gut durchlaufen. Subway Surfers. Hey, jetzt sieht man jetzt mich und Handy. Ah, Junge. Ey, man stößt hier an. Man stößt. Hey, stoßen. Ja, also, ich wollte gerade eben. Digga. Verständigung? Kein Ding für den King. Hallo gesagt, komm. Would you stützing on me? Would you stützing on me, genau. Unterstützen. Stützen. Don't ask me why I'm filming this, but... Stützen! I don't know myself. Ja, Enzo ist ein bisschen verletzt. Und alle Aufnahmen mit bester Unterhaltung und schönster Musik. I don't wanna know. GEMA kickt. Ja, ich glaube, ich habe in einer Woche noch nie so viel erlebt, ja? Glaube ich auch nicht. Schaut es euch einfach an. Es lohnt sich. Frankreich 23. Nur auf YouTube. Ich hatte mal die Idee, das auf Netflix hochzuladen, weil ich habe einen Netflix-Account, der wo auch Videos, Filme hochladen kann. Problem war, unsere Filme haben nicht 4K. Also die iPhones haben in 4K gefilmt, nur. Es ist halt nicht nur iPhone-Qualität. Sondern es war halt auch eine 1080p Webcam bzw. Kamera und eine 720p Kamera dabei, die wir noch gefilmt haben. Und sonst hätten wir halt nur 4K Aufnahmen nehmen müssen. Dann wäre halt das Video nicht gut gewesen, weil dann wäre zum Beispiel Hannah nicht drin gewesen. Apropos Hannah, ich kann ja auf ihre Dings mal reagieren, weil ich habe die Originaldatei von ihrem Interview auf meinem Laptop. Mit dem ich die Aufnahmen hier mache. Und dann könnte ich mal auf ihr Dings reagieren, ohne dass ich auf Videos vom Pfefferbeißer reagieren muss. Weil da haben wir halt das Problem mit der DSGVO. Also, ich habe das Problem. Der Pfefferbeißer hat da kein Problem, aber ich. Weil ich lade sehr privat hoch auf LuxTime. Das waren die Nachrichten für die erste Ausgabe von Pfefferbeißer Short News. Auf Wiedersehen. Abbrechen. Rausgehen.
Und zweite Ausgabe schon. Dann wieder das wunderbare Intro. Genießen. Es ist so schön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur zweiten Folge von Pfefferbeißer Short News. Tobias Grell, vielen besser bekannt unter dem Namen Checker Tobi, ach so, das war ja das, wo Checker Tobi in der Tauberphilharmonie war. Und auch unsere Klassen waren dort. Nur wir in der 8. Und ich guck den heutzutage noch. Checker Tobi. Guck ich heutzutage noch. Und wir durften nicht hin, weil es ging nur bis Klasse 4. Mein Mikro die ganze Zeit ab. Von Klasse 4 bis 7. Und ich bin Klasse 8. Das ist ein Problem. Mit dem ganzen Orchester am 8. Mai in der Tauberphilharmonie Weikersheim zu Gast. Und vermittelte vielen Kindern, darunter auch 180 Schülern der Klassen 4 bis 7 unserer Schule, reichlich Wissen über Musik. Die SMV ist mehr als nur Sitzungen mit den Klassensprechern und Klassensprecherinnen. Sie organisiert auch viele Aktionen für die Schule, wie zum Beispiel die Mottotage, die in den letzten 3 Monaten stattfanden und jetzt im Mai abgeschlossen wurden. Den Anfang der Mottotage machte der 13. März unter dem Motto Black and White, also schwarz und weiß. Da habe ich komplett reingeschissen, ich hatte eine braune Hose an. Einen Monat später, am 3. April, folgte der 2. Mottotag, diesmal unter dem Thema Berufe. Da war ich Geschäftsmann. Und am letzten Mottotag schließlich, am 15. Mai, drehte sich alles um das Motto Wir sind bunt. Ja, da hätte ich meine braune Hose anziehen können. Eine weitere Aktion der SMV war der Besuch eines Basketballspiels, wir sind halt auch so krass, wir drehen sogar mit Greenscreen. Also nicht ich, Nico. Wir. Oh, Digga, ich bin wieder überbelichtet des Todes gerade, Alter. Wenn ich mich hier rauslehne. Alter Junge, bin ich da überbelichtet. Ja, ihr IRL-Stream wird witzig mit meinem Setup gerade. Weil das hier ist halt die Zentrale gerade. Wird witzig. In Ilshofen. Hierzu schalten wir zu unserem Reporter Luca Wittmann, der vor Ort mit dabei war. Definitiv eine sportliche Aktion. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler nur auf den Zuschauerrängen waren. Luca, bericht uns doch mal bitte, was habt ihr alles so gemacht und wie lief das Ganze ab? Ich berichte heute über den Ausflug von der SMV zusammen mit Herr Jed und Frau Eras zum Mellon-Spiel gegen die Frankfurt Skyliners. Also wir haben uns um 20 Uhr in Ilshofen an der Arena getroffen. Ja, das Spiel ging kurz nach 20:30 los. Und als es dann losging, also die Frankfurter Fans haben ziemlich gute Stimmung gemacht mit Trommeln, allem Möglichen. Und dann die ganze Halle war natürlich fast für außer die Frankfurt-Fans. Auf jeden Fall. Ausgesetzt in der Wildnis von Kralsheim. 80-81 so ungefähr müssen die sich gefühlt haben. War auf jeden Fall am Ende auch ein sehr, sehr knappes Spiel. Die Schlussphase war sehr spannend und hat auch, soweit ich weiß, jedem Zuschauer gefallen. Als Ehrengast war noch dabei Hansberg und seine Frau. Fand ich ziemlich schön. Nachdem wir fertig waren. Bruder, der Schwiegersohn ist halt auch Frau Eras. Digga, Schwiegersohn ist Frau Eras. Ich laber wieder so einen Scheiß, ich bin müde, Alter. Dankeschön, Herr Luca. Jied, meine ich. Und wir schalten jetzt wieder zurück ins Pfefferbeißer Studio. Studio die vor allem. Sein Schlafzimmer. Ich glaube, der hat es nicht in Schroßberg gedreht, sondern da, wo er wohnt. Ich drehe meins gerade auch nicht im Pfefferbeißer-Studio, sondern in meinem Studio, geht als Spende an das SOS aka in meinem Schlafzimmer, weil da im Hintergrund. Hallo,
ist ja mein Bett. Bonjour. Das ist das Thema der aktuellen Frühlingsausgabe des Pfefferweiser. Ist das eine Polenflagge oder Österreich? Das ist Österreich. Genau in der aktuellen Ausgabe ich bin dumm. Findet, ihr jetzt. Probleme beim Lernen oder Merken von Vokabeln? Wir haben unter der Rubrik Tipps getippt, viele Tipps und Tricks zum besseren und effektiveren Vokabeln lernen für euch. Des Weiteren haben wir in dieser Ausgabe ein Interview der besonderen Art für euch. Vier Schüler und Schülerinnen aus der Sprachförderklasse stellen sich vor und erzählen ihre Geschichte und Wünsche. Außerdem erfahrt ihr in dieser Ausgabe den Zweck der französischen Wand bzw. der französischen Ecke, Le Coin Français. Boah, er kann Französisch. Ausgabe 2 von Pfefferbeißer Shortlos. Auf Wiedersehen. Ich glaube, auf das dritte reagiere ich mal in einem Extra-Video, weil sonst wird es wirklich zu lang. Es geht jetzt schon friggin' 40 Minuten. Ich glaube, ich muss das in zwei Teile machen, Alter. Ist ja nicht mehr normal hier. Ich tue das, glaube ich, bei 20 Minuten oder so teilen. Besser so. Dann gehen wir wieder auf die Live-IRL-Webcam, also auf die große. Und dann würde ich auf Wiedersehen sagen, mit diesem wunderbaren Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert natürlich auch den Pfefferbeißer und das ganze andere, wo ich noch drauf reagiert habe. Ich glaube, ich habe nur auf dem Pfefferbeißer jetzt gerade 41 Minuten reagiert. Gönnt euch die Podcasts, gönnt euch den YouTube-Kanal, gönnt euch die Zeitung, wenn ihr an der Schule Schrotzberg seid. Wenn nicht, in der Webseite von der Schule Schrotzberg gerne auch runterladen, ausdrucken und lesen. Anleitung dürfte eigentlich dabei sein, wie man es zusammen tackern muss. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Schaut gerne mal auf der Schule Schrotzberg Website vorbei, lest da gerne auch mal durch. Da sind auch noch ein paar News, die wir nicht verfasst haben. Freut euch aufs nächste Schuljahr, es sind gerade Sommerferien. Ich kann es gar nicht fassen, dass es schon Sommerferien sind, aber es sind Sommerferien. 6,5 Wochen Zeit, in der ich Projekte machen kann. Es gibt auch schon ein Projekt, das fängt gleich nächste Woche an. Also übermorgen um 9 Uhr bis 13 Uhr bin ich dann in der Hofmühle. Gönnt euch. Das war's dann wohl mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Auf Wiedersehen. So Leute, das ist noch kurz ein Video mit meiner normalen Cam, nicht mit der Webcam. Unterstützt mich auch gerne auf YouTube, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, tut noch andere Dinge machen für mich, damit ich mir endlich mal eine andere Webcam, außer die Trust Webcam, die ich benutze für Videos hier, kaufen kann, beziehungsweise die habe ich von Pepe's Max bekommen. Weil ich gar keine hatte, sondern nur meine Laptop-Webcam und ich diese Kamera, mit der ich gerade filme, nicht an den Laptop anschließen kann. Drum unterstützt mich gerne mal. Ihr könnt auch eigentlich, wenn ich es endlich mal schaffe einzustellen, mich unterstützen, indem ihr bei Geschenke in den Kommentarbereich mir Geschenke schenkt. Ich habe noch kein Konto angelegt, da muss ich erstmal noch da ein Konto anlegen, also ein Girokonto. Ich muss noch mit meinen Eltern irgendwas klären, aber... Es dürfte bald funktionieren, ich mache eine Insta-Story, wenn es funktioniert, also LuxTime YouTube, also YT-Official, könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, dort ein Abo da lassen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ich hoffe, euch macht es Bock, mir zuzuschauen und mich zu unterstützen. Und jetzt noch einen schönen Samstagnachmittag und einen schönen Samstagvormittag und einen schönen Samstagmittag und einen schönen Sonntag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut, weil ich werde es wahrscheinlich jetzt dann gleich hochladen, solange ich noch Zeit habe, weil meine Eltern weg sind. Ciao.